Hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen bei Gogo for Camper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Kumpel Kuffi ist hier, der ist extra nach Kiel gekommen, weil er hat mich vor einiger Zeit angerufen und hat gesagt, Mensch, mein Wohnwagen muss ja über Winter draußen stehen. Du hast ja noch keinen Carport oder so. Welche Plane soll ich denn nehmen? Und damit fange ich gleich mal an. Bitte keine Plane auf einen Wohnwagen. Warum nicht? Es kann scheuern. Des Weiteren hat ein Wohnwagen auch eine Zwangsbelüftung. Selbst der Konstrukteur von Knaus, ich habe mich damals auch mit mehreren auf der Messe unterhalten, jeder rät davon ab, der so ein bisschen Ahnung vom Wohnwagen hat. Warum? Weil der Wohnwagen hat eine Zwangsbelüftung, der arbeitet. Gerade wenn er eben drin immer feucht wird oder so durch Regen draußen oder so, drückt er das wieder raus. Auch oben ist eine Zwangsbelüftung, das muss man eben wissen, gerade auch in Dachluken und so weiter. Ein Wohnwagen ist konzipiert, um draußen zu stehen. Ne? Ja. Jetzt verstehe ich aber ja jeden, man will das Wert, den Wert schützen, den man da hat. So ein Wohnwagen kostet viel Geld oder da steckt viel Liebe drin. Ne? Und da möchten wir den ja trotzdem schützen. Ne? Und deshalb werden wir Kuffis Wohnwagen zweistufig Keramik versiegeln. Was ihr dafür braucht und wie man das macht, zeigen wir euch in diesem Video. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Und wie ihr schon sehen könnt, ich stehe nicht an meiner normalen Halle, wo ich sonst immer war. Die ist ja ziemlich staubig und auch mittlerweile ein bisschen kalt. Steffi flucht ja auch immer ein bisschen, wenn das denn so zieht da drin. Und Rainer, also Rainer gehört hier diese Halle, der hat eine Lackiererei hier in Kiel. Und der war so nett, der ist ein Abonnent und ein Fan von mir und hat mich vor einiger Zeit angeschrieben und hat gesagt, Mensch, er kann das gar nicht mehr mit angucken, wo ich da manchmal schrauben muss und im Dreck liegen muss. Und der hat mir angeboten, wenn ich mal was schrauben will oder wie jetzt Keramik versiegeln will, dann bietet er mir die Halle hier kostenlos an. Ja. Das finde ich einfach mega nett. Bei dem Wetter optimal heute, ne? Genau, Rainer ist auch hier, der will auch ein bisschen zugucken heute mal. Ich würde sagen, wir gehen mal rein zu ihm. Ja. Rainer, mein Lieber, ich habe den Zuschauern schon gesagt, wie nett das von dir war, dass du uns die Halle zur Verfügung gestellt hast. Jetzt muss ich nicht mehr im Dreck liegen und Steffi muss nicht mehr frieren, ne? Das ist schon nett. Genau, bei so einem Scheißwetter wie jetzt hier, so einen Wohnwagen Keramik zu versiegeln, geht ja eh nicht. Macht draußen auch keinen Sinn und irgendwo in der Scheune ist das genauso scheiße. Ja, ich habe schon gesagt, wie nett das war, dass du das eben kostenlos zur Verfügung stellst, weil das ist ja auch nicht alltäglich, ne? Also ich bin ja wie gesagt Wohnwagen-Neuanfänger oder Camper-Neuanfänger und hatte über meine Schwiegertochter, die bei dir auch aktiv ist, mitbekommen, dass du Videoblogs machst. Also ich finde das hier so geil, das was du machst. Danke. Danke. Ich bin ja nun auch ein Sesselpuper und würde mir jetzt auch zutrauen, irgendwo mal einen Mover mit einzubauen. Ja, so, so, gar kein Problem. So, soll, genau das, so soll das was sein. Was du hier machst, ist gut und ich finde, das kann man auch ein bisschen unterstützen. Und ich meine, die Halle hier, das ist ja auch Käse. Ja, auf jeden Fall. Ne? Nochmal danke. Ja. Danke. Genau. Und ich will euch ja, wie gesagt, zeigen, Schritt für Schritt, dass ihr auch diese Keramikversiegelung selber machen könnt. Und falls ihr das nicht könnt, Rainer bietet ja sowas eben auch hier an, ne, dann kann man das eben auch machen lassen. Aber wir sind ja ein Do-it-yourself-Kanal, los geht's. Hier steht er. So, der Wohnwagen ist ja relativ sauber. Das haben wir gestern schon gemacht, weil er muss ja heute trocken sein. Weil das ist das A und O einer Keramikversiegelung. Weil, ihr müsst wissen, wir geben da ja richtig eine Quarz-Glasschicht drauf. Deshalb Keramikversiegelung. Und das verbindet sich ja auch mit dem Lack. Das werdet ihr ja alles noch sehen. Aber wenn hier jetzt eben schon Schmutz wäre, dann versiegeln wir das ja. Da kommen wir gar nicht mehr ran. Deswegen polieren wir den auch gleich. Aber wir haben den gestern schon gewaschen. Und das seht ihr aber jetzt, was wir da gemacht haben. So, zum Waschen sind wir jetzt hier an eine Waschbox gefahren und ihr seht es ja hier, wie der Dreck schon runterkommt. Und das funktioniert nur mit einem richtig hochalkalischen Reiniger, dass man eben ja, die Vorbehandlung richtig macht für eine Keramikversiegelung, weil wir müssen einmal seifen und entfetten arbeiten. Warum? Weil hier natürlich Wachse drauf sein können, also vom vorigen Waschen oder auch vielleicht ist eine Versiegelung drauf. Das muss einmal komplett runter, damit die Keramikversiegelung richtig hält. Kuffi und ich geben jetzt Gas. Ihr könnt ja mal ein bisschen zugucken. Wir fangen natürlich von oben nach unten an. Aber ihr seht es schon hier. Ich zeige euch das mal. Wenn ich hier mit dem Reiniger arbeite, was hier sofort runterkommt. Hier sind ja Regenstreifen und so weiter drauf. Kuffi war damit in Kroatien. Ich habe extra gesagt, wascht den Wohnwagen nicht, weil wir euch das auch ein bisschen zeigen wollen. Und nicht, dass er da noch mit Wachs arbeitet oder so. Ihr seht es hier. Wahnsinn, wie schnell das runtergeht. Ein Tipp, wenn ihr sowas nutzt, so ein Multistar-Reiniger, das ist ja ein richtiger Universalreiniger, der hochalkalisch ist. Ich nutze den jetzt 1:10. Da müsst ihr wissen, dass danach der Wohnwagen definitiv versiegelt werden muss, weil sonst ist der Lack eben offen. Ich kann euch nur den Tipp geben, auch einen Grip-Guard-Eimer zu kaufen. So sieht der aus. Und zwar ist es so, dass wir hier unten, ich greife jetzt hier mal rein, haben wir hier ein Sieb drinne.
Das bedeutet, der Schmutz sammelt sich dann unten drinne und somit habe ich dann immer eine saubere Bürste, wenn ich da schön Attacke mitmache. So sieht das ja aus. Und dann kann ich da schön sauber mitarbeiten und nehme mir nicht wieder den Schmutz, den ich da gerade abgewaschen habe, wieder mit auf die Bürste. Mal angucken, wie die Kiste aussieht, du. Mann, 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 da müssen wir ran. Und wenn jetzt wieder einer sagt, mit dem Hochdruckreiniger nicht an den Wohnwagen, völliger Bullshit. Das war damals mal so bei ganz alten Wohnwagen. Heute sind die so konzipiert, das ist gar kein Problem. Ist auch kein Dampfreiniger, also feuerfrei. Nur nicht so dicht an den Dichtungen und so weiter. Ansonsten passt das schon. Was ich euch auch noch empfehlen möchte, ist dieses Trockentuch. Einfach nur mega geil. Einfach raufmachen und es ist trocken. Mit diesem Tuch mache ich den ganzen Wohnwagen, ohne dass ich das ausfringen muss oder so. Ihr seht es selber, ich gehe hier nur einfach rüber und das Ding ist so gut wie trocken. Das mache ich jedes Mal, auch wenn ich meinen Wohnwagen wasche. Mehr geht einfach nicht. So, ich habe es ja vorhin angesprochen. Das Erste, was wir jetzt machen müssen, wir vor allen Dingen, nicht wir, nur ja. Ich, ich zeige dir das, aber wir müssen ja polieren. Aber damit wir nicht den Staub polieren, müssen wir einmal den Wohnwagen entstauben. Ne? Aber da sage ich nicht wir, sondern du. Ich habe ja meinen Praktikanten heute dabei. Gib mal Gas, mein Lieber. Das kennst du doch von zu Hause, oder? Ja, wie zu Hause. So, komm, wir sind nicht beim Uhrmacher. Hier, gib Gas, wir haben keine Zeit. Ich muss, darf nichts verpassen hier. So, guck mal. Zack. Genau. Und eigentlich fängt man oben an, aber das können wir gleich noch ein bisschen machen. Nee, auf dem Dach. Wir müssen ja das Dach auch machen. Ach ja, dann machen wir gleich. Ich hole schon mal die Leiter. Und man kann es ja hier sehen, warum wir entstauben. Weil, ja, hat sich schon einiges wieder von gestern angesammelt. Und mal als Tipp, wenn der Wohnwagen neu ist, dann spart man sich diese ganze Polierarbeit. Das ist eben das Schöne. Ich habe ja meinen, als ich den neu bekommen habe, auch sofort Keramik versiegelt. Und das ist eben das Schöne, das hält ja bis zu 2 Jahre. Dann hat man erstmal wieder Ruhe und es sieht richtig, also die Farbe sieht satter aus und es perlt alles ab. Hier im Video seht ihr auch mal, habe ich meinen neuen Firmenwagen, den ich bekommen habe, habe ich auch Keramik versiegelt. Ihr seht hier, dass ich die Tür nicht versiegelt habe. Aber guckt mal, was bei der Haube passiert. Bevor wir jetzt gleich polieren können, kleben wir noch ein bisschen ab. Man muss wissen, die Politur, die wir nutzen, hat keine Lösungsmittel. Das heißt Kunststoffe oder so. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr das mal beim Auto gemacht habt, dass denn da so weiße Rückstände bleiben. Das haben wir hier nicht, aber wir schützen hier so ein bisschen hier die Fensterscheibe. Da ist es eben ganz gut. Ne? Und hier reinige ich jetzt einmal noch die Fenster innen ab. Das haben wir ja gestern noch nicht gemacht, damit das dann überall auch so ein bisschen schier ist. Und dann geht es auch gleich los. Polieren tue ich gleich mit einer exzentrischen Poliermaschine. Warum? Eine Rotationsmaschine, da muss man schon umgehen können. Das ist eher was für Lackierer, die da eben Ahnung von haben, weil eine Rotationsmaschine auch richtig Wärme reinbringt. Und wir haben ja hier eigentlich nur, wir haben ja richtig hier keinen Kfz-Lack. Wir haben ja einen getauchten Lack. Das ist ja eher so ein bisschen wie Pulver beschichtet. Deshalb würde ich empfehlen, dass wir da definitiv exzentrisch arbeiten. Man sieht es hier, ihr wisst ja, ich stehe ja so ein bisschen auf Milwaukee. Ich habe hier eine Milwaukee-Akkumaschine, aber ich haue euch ja alle Produkte unten in die Videobeschreibung. Und da findet ihr auch eine exzentrische Maschine, die fangen bei 80, 90 an, kriegt ihr schon bei Amazon. Aber ich verlinke euch alle Produkte und alles, was wir hier zeigen, eben in der Videobeschreibung. Und da müsst ihr dann einfach hier, seht ihr das im Handy, einfach auf mehr und nochmal auf mehr klicken und dann kommt ihr auf die Produkte. Dann braucht ihr euch das nicht alles einzeln raussuchen. Nochmal zur Maschine, man sieht es hier, ich habe hier extra mal so ein Klebeband aufgeklebt, wie so eine Maschine arbeitet. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal Trockenbau gemacht habt und was schleifen musstet. Wenn man das mit einer Rotations, dann haut man sich Hologramme rein, das ist gar nicht so einfach. Und hier exzentrische Maschine, man sieht, wie die arbeitet. Und eine exzentrische Poliermaschine bringt wesentlich weniger Wärme auf den Lack. Wichtig ist auch, ihr müsst, wenn ihr eine Politur habt, ich nehme ja jetzt hier von Sonax Profiline die X0406, nur mal zur Erklärung, 04 ist der Schleifgrad und 06 ist der Glanzgrad. Und es ist eine One-Step-Politur in dem Fall hier und das reicht vollkommen aus, das werdet ihr gleich sehen. Und wichtig ist, hier gucke ich mal das Ding ab, und dass ihr auch das richtige Pad habt, sieht man auch hier, ne? Steht auch immer hinten drauf, damit man im System bleibt. Ich würde euch nicht empfehlen, von einer anderen Marke oder so das Pad zu nehmen, dann passt das nämlich genauso, was hier auch drauf steht, von dem Glanz- und Schleifgrad. So, Kuffi, wir geben jetzt Gas. Ich habe extra 2 Maschinen auch mitgebracht, dass wir beide Attacke machen können. Wir legen los. Ist auch eine große Fläche, ne? Ja. So, Kuffi, mittlere Stufe, ne? Einstellen. Ja, habe ich. Dann hier Norden, Westen, Süden, Osten so ein bisschen, nicht zu viel.
Ja, du wart erstmal noch. Ich zeig dir das gleich einmal. Ne? Mittlere Stufe. So, und dann musst du natürlich aufpassen mit Aufkleber und so weiter. Hier ist es nicht so schlimm. Wie gesagt, keine Lösungsmittel. Wir gehen aber da nicht so rauf, weil was wollen wir hier polieren? Mhm. Das ist Blödsinn. Ne? Also wir gehen hier so ran und dann setze ich das Ganze jetzt so auf. Wichtig ist, nicht drücken, die Maschine im Schleif, also du siehst hier das Polierbild gleich, nicht drücken, sondern nur halten. Und dann im Kreuzgang, ich sehe ja jetzt, wo ich poliere, damit man eben sich hier so Ecken merkt, bis hier sozusagen, gehe ich im Kreuzgang hoch. Das bedeutet, ich gehe jetzt erstmal diese Linie hier ab und dann, wie beim Rasenmähen, immer die Mitte wieder treffen, dass wir jeden Übergang haben und dann nachher so zurück. Ne? Denn Quadratmeter für Quadratmeter und dann gucken wir uns das gleich mal an. Nicht zu schnell beim Exzenter polieren. Und wie gesagt, das Wichtigste ist nicht drücken. Und wenn sie anfängt, so wie jetzt, so ein bisschen zu tänzeln, dann müssen wir wieder ein bisschen Polierzeug aufklären. Ne? Jetzt wischen wir uns das mal ab mit einem feinen Mikrofasertuch und schauen mal an, wie das so aussieht, was ich hier gemacht habe. Oh, und jetzt siehst du schon den Unterschied. Hier, guck mal, wie das glänzt. Siehst du das? Ja. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera einfangen kann, aber das ist schon ein Unterschied. Vor allen Dingen haben wir ja hier so ein leichte Kratzer auch drauf. Ne? Die sind schon weg, das habe ich schon gesehen. Das sieht man jetzt mit der Kamera sicherlich nicht. Aber das sollt ihr ja zu Hause mal ausprobieren, dann seht ihr, was das für ein Unterschied ist. Ne? Mal hier, siehst du das jetzt aber hier, die Kante, wie dunkel und wie hell das geworden ist? Aber glänzend matt, ne? Ja. Schon. Ja, geil. So muss das sein. Und ja, jetzt müssen wir jetzt einmal hier durch. Und hier kann man das gut erkennen. Weiß nicht, Steffi, kannst du das einfangen, wie dunkel das hier ist? Zu dem hier. Ne? Das seht ihr nachher auch gleich richtig an der Markise, wenn wir die mal einmal lang polieren mit den Regenstreifen. Ne? Ja. Dann ist sie wieder schick. So, und wenn man es nicht sehen kann, könnt ihr es aber jetzt hören. Und zwar müsst ihr mal mit den Fingernägeln hier rüber gehen, wie glatt das. Also das müsst ihr dann mal zu Hause machen, aber hier hört ihr das jetzt. Krass, ne? Mach mal selber. Mach du mal. Heftig. Brennt richtig aus. Ja, richtig glatt. Und guck mal, ich habe ja jetzt nur so ein kleines Stück hier gemacht, wie das Pad schon aussieht. Da kommt richtig Dreck runter. So, Kuffi, poliert haben wir. Ihr seht ja auch, wie geil das aussieht. Alles glänzt schon, ne? Da kam schon ordentlich Dreck runter. Mhm. Und du hast ja gesehen, was das für eine Arbeit ist. Ne? Das muss man ja schon mal machen. Man kann das ja auch über mehrere Tage machen, ne? Wenn man nicht gleich alles schafft. Aber wir waren ja jetzt zu zweit, würde ich auch empfehlen. Vielleicht hat man noch einen Kumpel, so wie ich, ne? Der dann eben mithilft. Aber ich habe dir ja geholfen, war ja andersrum. Egal. So. Das Ding ist, jetzt müssen wir das Ganze versiegeln, weil es ist ja Arbeit dahinter. Und wenn man sich die Arbeit macht mit Polieren, dann muss versiegelt werden. Und ich habe ja eingangs gesagt, wir werden den ja zweistufig Keramik versiegeln. Hier ist das Set, sieht schon aus wie ein Schmuckkasten. Hier hast du auch Handschuhe drin, die kannst du dir auch schon mal überschmeißen. Hier sind Applikatorschwämme drin, erkläre ich gleich im Einzelnen, wie das funktioniert. Hier ist ein Prepare Spray, damit machen wir das. Das ist quasi jetzt die Vorbehandlung, dass wir einmal nochmal richtig alles entfetten. Kann ja sein, dass Politur noch drauf ist und so weiter. Damit gehen wir jetzt rauf mit dem Tuch, das machen wir als erstes. Und zweistufig heißt, dann gehen wir mit dem Base Coat rauf. Das heißt, das ist die erste Stufe. Bisschen auf dem Applikator raufsprühen, dünn auftragen und dann immer einen halben Quadratmeter machen. Ich mache es immer so, das ist einfacher Bauteil für Bauteil. Ne? Man sieht ja, hier ist eine Kante, dann nehmen wir das nächste. So machen wir das gleich. Und wenn wir damit fertig sind, wir fangen gleich auf dem Dach ja normalerweise an, aber um euch das besser zu zeigen, machen wir es hier hinten. Zeigt ihr das gleich einmal. Und dann gehen wir am Ende, also das dauert dann mit dem Base Coat eine Stunde, das müssen wir dann einziehen lassen. Aber wenn wir vorne angekommen sind, haben wir die Stunde rum, das garantiere ich dir.
Und danach gehen wir dann mit dem Glosscoat weiter. Und das machen wir auch so, auftragen mit dem Applikator, zeige ich gleich. Und das müssen wir dann 4 Stunden ablüften lassen. Ne? Mhm. Wir sind ja in der Halle, dann lassen wir ihn ja bis morgen hier stehen. Ne? Und dann ist das Ding fertig und dann sieht das exakt aus. Also fangen wir an, Basecoat, also Prepare Spray. Das können wir erstmal, hältst du mal bitte fest. Dann immer aufs Tuch, nicht aufs Fahrzeug. Den Deckel werfe ich jetzt hier mal hin, so. Ne? Also aufs Tuch sprühen und dann wischen wir das jetzt hier ab und gehen wirklich in alle Ecken und so rein. Ne? Damit gehen wir jetzt einmal vor. Du siehst auch hier, wie er jetzt hier den Schmutz nochmal rausholt. Ne? Und dann behandeln wir hier das Fahrzeug einmal richtig mit dem Prepare Spray. Und somit haben wir es dann quasi fertig. Jetzt fängt er hier an. Kannst ich du gleich auch, alles ne? machen? Kannst du gleich alles machen? Ich drehe einmal hier. Genau. So. Und wenn wir das denn gemacht haben, dann gehen wir gleich mit dem Basecoat drauf. Ja, dann schnappen wir mal einen Lappen, ne? Ja, genau. Kannst du ja mitmachen. Ich habe da auch noch eine Dose Prepare, die große da. Jetzt stellt ihr euch sicherlich die Frage, ob das überhaupt reicht fürs Fahrzeug. Das werdet ihr gleich sehen, weil wir müssen so wenig wie möglich. Und dann ist das eben auch, weniger ist mehr hier. Dann sieht das eben auch richtig gut aus. Nicht zu viel nehmen. Genau, Prepare kannst du damit auch machen. Und dann Attacke machen. Überall rüber, kein Problem. Ne? Ihr könnt ja sehen, wie das jetzt hier auch glänzt, habe ich ja eben schon gesagt. Aber ihr müsst mal darauf achten, wenn wir das gleich gemacht haben, wie das dann glänzt. Das sieht aus wie ein Spiegelkuffi. So, der erste Step ist wie gesagt jetzt hier mit dem Basecoat. Wir haben hier den Applikator. Da sprühen wir jetzt etwas drauf, nicht zu viel. Und gehen jetzt im Kreuzgang das Ganze ab. Prepare ist ja alles fertig, ne? Das haben wir gemacht. Jetzt gehen wir hier rein. Jetzt musst du so ein bisschen darauf achten, wo man so war, wenn du das gleich machst. Mhm. Er reagiert auch. Ne? Das sieht manchmal, wenn ihr das auf dem Autolack oder so macht, sieht man, dass das so regenbogenartig wird. Man kann das ganz gut sehen. Hier ist das beim Weißen natürlich schon nicht so ganz einfach. Das muss man einmal so ein bisschen sehen. Man trägt das auf und dann lässt man das kurz einwirken. Ich sage immer so 2-3 Minuten vielleicht. Ich gehe jetzt hier schon mal weiter, Kuffi, und dann kannst du das gleich einmal abreiben. Aber ich zeige dir gleich einmal wie. Auch hier, ne? Über Folien, alles kein Problem. Auch bei Kunststoff, da könnt ihr auch rübergehen. Gehen wir hier rüber eben, bitte. Wo denn? Da oben, die Kante. Ja, das Ding ist, das reagiert, ne? Da war ich eben, das sehe ich schon. Okay. Ja, ja, nicht so oft, weil dann wird das scheckig, ne? Das also, wie lange habe ich jetzt Zeit, nochmal rüber zu gehen? Ja, oder? Machen wir gleich. Gehe jetzt hier einmal bis zum Zeichen, dann ziehen wir das ab. Ich mache jetzt erstmal hier oben und auch darauf achten, dass ihr dann auch wieder, wie beim Rasenmähen, sage ich immer, dass man wirklich hier überlappend arbeitet. So, und jetzt im Kreuzgang nochmal, gehe ich nochmal komplett rüber. Du siehst, wie es reagiert, ne? Siehst du das? Mhm. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Aber ich finde, das sieht man jetzt ganz gut, dass du es wirklich auch jede Spur nochmal erwischt. Ja. Deswegen gehe ich am Kreuzgang rüber. Ja. Ne? So, wenn wir das jetzt gemacht haben, halt mal bitte kurz fest. Dann lassen wir es, wie gesagt, kurz anziehen. Und jetzt neues Tuch natürlich nehmen. Ne? Und jetzt ziehen wir das ab. Einmal abpolieren. Und jetzt sieht man schon, jetzt wird es schon glatter. Aber was meinst du, wenn ich Glosscoat da nachher aufarbeite? Das ist mega krass. Ne? Wir machen nachher auch den Wassertest, damit ihr seht, wie das wirklich alles dann abperlt. Man könnte quasi dann mit einem Wasserstrahl den Wohnwagen trockenlegen. Aber was ich damit meine, zeige ich euch noch. Ich hatte es ja eben angesprochen, auch Kunststoff, hier über Scheinwerfer und so, kein Problem, könnt ihr rübergehen. Da muss man sich aber bei konzentrieren, einmal ein bisschen gewissenhaft. Gerade mal, wenn man so das jetzt mal anspricht, sowas lässt, also machen lässt, dann kostet das auch richtig Geld. Ne? Also man redet hier von 2.500 Euro. Man muss aber dazu sagen, ihr habt ja selber gesehen, wir haben jetzt 2 Stunden alleine schon das Ding poliert. Jetzt kommt die Versiegelung da drauf. Das ist auch legitim, weil da steckt echt Arbeit hinter. Aber wenn man, ihr seht es ja selber, wir machen es jetzt hier zu zweit. Da sind wir echt einen halben Tag dabei. Und ja, dann sieht das richtig schier aus. Aber da habt ihr dann eben auch wirklich was von und das hält auch lange. Und jetzt muss ich mich wirklich ein bisschen konzentrieren, dass ich gar nicht mehr nur eine Sache zu. So, damit ich das auch richtig mache. Also sehen wir uns gleich wieder.
Wichtig ist zu sagen, sobald die erste Stufe drauf ist, auch vorher beim Prepare, nicht mehr anfassen, nicht mal eben gucken, ob es schon glatt ist oder so. Deswegen haben wir auch Handschuhe an, weil sonst könnte man auch einen Fingerabdruck sehen. Nicht mehr anfassen, das reagiert jetzt. Ne? Wichtig ist auch noch zu sagen, dass mit den Tüchern. Gerade wenn ich die erste Stufe abwische, dann nehme ich hier diesen Lappen. Wie gesagt, ich verlinke euch die alle. Normalerweise könnte man die wegwerfen, aber ich bin ja auch ein Umweltfreund. Also als Empfehlung, ihr habt ja den Multistar sowieso, weil damit müsst ihr ja reinigen. Dann nehmt ihr euch einen Eimer Wasser und haut den dann, sobald ihr die erste Stufe durch habt oder auch mal zwischendurch Lappen wechseln. Da sind ja mehrere in der Packung drin. Dann in den Eimer rein mit Multistar gleich einweichen und dann nachher auswaschen. Nur mal so als Tipp, das ist wichtig, weil wenn sich sonst das verhärtet da drin, dann hauen wir uns wieder Kratzer rein, weil wir reden ja hier von Glaskeramikversiegelung. Und schon geht's weiter. Man sieht es schon an mir, das ist schon anstrengend. Aber was macht man nicht alles für Freunde, ne? Kuffi, ich weiß gar nicht, wie du das wieder gut machen willst. Die Poliertücher könnt ihr natürlich ganz normal in der Waschmaschine waschen, die anderen auch. Aber da bekommt ihr eben, wie gesagt, die Keramikrückstände nicht weg. Deswegen einweichen und dann eben sofort dann auswaschen mit Multistar. So, solange man das denn richtig gut poliert hat, man sieht es jetzt hier, es lässt sich einfach verarbeiten, ich habe keine Unebenheiten mehr. Und jetzt merkt man auch, dass die Vorarbeit eben gut war, was wir gemacht haben. Ich muss mich jetzt mal selbst loben oder uns. Ja, und genau. Und dann läuft das hier auch schön fluffig. Und ihr seht, jetzt haben wir ordentlich Quadratmeter, die gehen wir jetzt durch. Wenn ihr das nachmacht, achtet bitte darauf, dass ihr guckt, dass ihr auch alles getroffen habt. So. Jetzt haben wir es fast geschafft mit dem ersten Step. Wir sind einmal rum. Nochmal zur Info, wenn ihr oben aufs Dach geht, da konnten wir das eben ein bisschen schlecht filmen, dann legt ihr euch am besten oben rauf und geht so ein bisschen vorsichtig, achtet aber auf den Gürtel und so weiter. Ich habe nämlich extra keinen dran, damit ihr eben oben auf dem Dach auch arbeiten könnt. Ne? Ist schon eine Heidenarbeit, aber lohnt sich auf jeden Fall, weil das seht ihr jetzt schon mal hier beim ersten Step. Kommt mal bitte mit. Und zwar, ihr seht ja hier schon, wie es glänzt. Das ist die erste Schicht, aber hier vorne kann man es ganz gut mit dem Licht erkennen, wie das aussieht. Wir haben mit Absicht mal, damit man da den Farbunterschied auch mal sehen kann, auch die Sättigung nachher vom Lack, die Deichselabdeckung noch mal so gelassen. Die machen wir zum Schluss, aber das sieht doch schon mal echt fett aus. Und jetzt ziehen wir gleich Glosscoat auf. So, jetzt haben wir ja lange gebraucht, ne? Die Stunde ist definitiv um hier hinten. Jetzt können wir den zweiten Step raufkloppen, und zwar Glosscoat. Nur mal als Tipp auch hier, wenn ihr das mal stehen hattet und es war schon offen, bilden sich manchmal hier Kristalle, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die erst entfernt, weil wenn wir die jetzt mit raufreiben, haben wir wieder Verkratzung oder dann sieht das auch unschön aus. Und das ist jetzt ja ein Mix aus, ja, da ist Quarz drin, also Glaskeramik sozusagen. Jetzt ziehen wir die richtige Glasschicht auf und hier seht ihr den Applikator, man nimmt wirklich ganz wenig und das ist eigentlich so, das, was ich euch mitgeben möchte, viele nehmen dann zu viel, schmieren da dran rum, das sieht dann nachher aus wie so ein Klarlackeinschluss. Das macht bitte nicht, sondern wirklich wenig. Da kommen ein paar Tropfen rauf. So reicht das schon, so für einen halben bis Quadratmeter. Ne? Wir fangen wieder hier an und ziehen das rauf. Hier merkt, das merkt ihr jetzt nicht, Kofi wird das auch gleich merken, wenn du das machst, wie glatt das jetzt schon ist. Das zieht sich anders auf als den Basecoat. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr, weil das hier eingetrocknet ist. Ansonsten hier ziehe ich das jetzt komplett auf. So, das reicht. Ich gehe jetzt hier weiter. Jetzt nehme ich mir das hier schon. Und ihr seht, wie wenig ich da aufnehme. Ja, und man merkt, wie trocken er jetzt wird. Ne? Jetzt kann ich schon wieder ein bisschen mehr. So. Ja, und so zwei, drei Tropfen. Ne? Und dann immer. Ja, genau. Und dann schön verschmieren. Man merkt das in der Hand. Wenn das jetzt so ein bisschen stockig wird und nicht mehr glatt, dann nimmt man eben, wie gesagt, wieder ein bisschen mehr Material drauf, ne? Hier, ganz wichtig. Der muss geflickt werden. Genau. Ja, und dann auch wieder im Kreuzgang. Das heißt, wir gehen dann auch nochmal und verwischen das schön. So. Und jetzt musst du mal eins machen. Nicht mit der Nase rankommen, aber riech mal. Das riecht schon so ein bisschen nach Glas. Siehst du, das brennt sich jetzt ein, das reagiert. Und dann können wir das auch gleich nach 4-5 Minuten abziehen, genauso wie den Basecoat. Und das muss, wie gesagt, 4 Stunden dann arbeiten. Und dann ist das ein Glanz, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das siehst du, so hat der Wohnwagen noch nie ausgesehen. Ne? Nicht mal, als man ihn gekauft hat.
So, dann würde ich sagen, geben wir weiter Gas und dann seht ihr nachher mal das Ergebnis. So, Kofi, jetzt ist vorne dran, hinten und Seite ist schon fertig. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera sehen kann, wie das reagiert. Siehst du, da ist noch dunkler als hier. Hier wird es jetzt richtig hell. Und das verarbeitet sich so ein bisschen wie Babyöl. Müsst ihr euch das vorstellen. Bisschen anders als das Base-Coat. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier oben rankommen. So, das andere machen haben wir ja da oben vom Dach. So, und hier, wenn ihr jetzt da oben rankommen wollt, nur mal so als auch kleinen Tipp, da kann man hier schon auf die Seite raufgehen. Wenn man jetzt hier einen Fahrradträger hat, runterklappen, mache ich auch, eine andere Chance haben wir nicht, jetzt hier oben mal ranzukommen. So. Boah. Ja, und das ist auch ein Scheiß. Wenn so ein Schwamm runterfällt, dann ist der tot, weil der natürlich jetzt Steine, Kratzer sage ich schon, Staub und so weiter aufnimmt, Schmutz. Und dann würden wir das ja hier zerkratzen. Also, fällt euch so ein Applikator runter, ist der tot. War jetzt keine Absicht, so Mist, aber nur mal so, da brauche ich neuen. So, Kofi, wir haben es endlich geschafft. Ist schon eine harte Arbeit, ne? Doch. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist der ultimative Schutz. Aber macht es nicht alleine. Nein. Du hattest Hilfe, ne? Ja, das war Hilfe. Genau, ihr seht aber, der Glanz ist einmalig, ne? Wir haben, ja, wie gesagt, guckt euch mal hier den Unterschied an. Das ist schon Monster. Die müssen wir noch machen, ne? Ja. Die machen wir gleich noch zum Schluss. Und guck mal, und das kann ja nicht sein. Ihr müsst mal hier zur Seite kommen. Guck mal, Kofi, was ich noch gemacht habe. Guck mal. Auch die Räder, die Reifen habe ich glänzend gemacht, ne? Richtig hier mit Wettgel, der Glanz geht noch ein bisschen weg, aber das sieht schon mega aus. Ich stehe ja auch sowas, ne? Guckt euch den Wohnwagen mal an, wie der aussieht. Was machen wir jetzt? Jetzt räumen wir ein bisschen auf und dann lassen wir das Ganze ablüften. 4 Stunden sagt man ja, aber ich würde sagen, wir haben ja hier die Möglichkeit durch Rainer bekommen, dass wir das jetzt morgen uns anschauen, weil da machen wir auch noch mal den ultimativen Wassertest, damit ihr mal seht, was bringt überhaupt so eine Keramikversiegelung. Also, bis morgen. Kofi, ja? Keramikversiegelung ist fertig. Nein! Doch! Oh! Los! So, dann fahr ich mal raus. Dann wollen wir mal gucken, wie er aussieht hier. Und jetzt werdet ihr sehen, wie das nachgeglänzt ist. Wir haben natürlich jetzt auch die Deichselabdeckung auch noch mal gemacht hier. Oh, das ist so glatt. Wahnsinn. So, das könnt ihr jetzt zu Hause natürlich nicht merken, aber das ist so glatt. Kofi, Kofi. Ich kann schon gar nicht mehr gucken. Ich muss Sonnenbrille aufsetzen, das blendet hier. Das Glänzen. Ist aber auch glatt. So, und jetzt zeige ich euch das mal, damit man da mal ein Gefühl für kriegt, wie glatt das jetzt ist, weil, wie gesagt, Insekten, alles, ne? Hält das jetzt ab. Guck mal hier. Das ist einfach nur krank. Mach ich nicht dreckig. Guck mal an, wie das abhält, ne? Wahnsinn. Hier oben, man könnte quasi mit Wasser den Wohnwagen trocknen. Guckt euch das mal an. Das ist monstergeil. Ne? Da hält jetzt nichts mehr. Hier hinten zeige ich euch das auch noch mal. Guck mal, wie das perlt. Weltklasse, ne? Beading und Sheeting, Wahnsinn. So muss das sein. Ja, und was sagst du, geil, ne? Das ist cool. Und was mache ich jetzt im halben Jahr? Was kann ich tun? Kann ich das immer wieder auffrischen? Oder genau, also. Es ist so, das hält ja jetzt bis zu 2 Jahre. Man kann das Ganze aber auch verlängern, indem du eben nicht, ja, dass du die richtigen Reinigungsmittel nimmst. Ich würde dir empfehlen, das ist eben auch aufeinander abgestimmt, dass du die von der Sonax Caravan Serie, das ist jetzt hier keine Werbung und so weiter. Manche denken, ja, Werbung. Nein, das ist aber abgestimmt aufeinander. Und das passt auch, da ist ja dann eben auch Wachs bei. Ja. Da hast du ja eben nur diesen einen Arbeitsschritt, Sonax Caravan und dieses Caravan Shampoo. Ne? Ja. Und ich würde empfehlen, wenn du das gemacht hast, dass du dann auch immer mal wieder hier extra Keramik-Spray-Versiegelung, die kannst du eben auch nutzen, wenn du gewaschen hast, einfach aufsprühen, abwischen, fertig, kein Stress. Und nach 2 Jahren ist es so, dass du nicht wieder polieren musst, außer da ist jetzt irgendwas mit, ne? Aber in den meisten Fällen musst du nicht nochmal polieren, sondern du hast dann eben nur wieder das, dass du die Keramikversiegelung neu aufziehst. Mhm. Das gucken wir uns dann an, dann sieht man schon, dass das
ab und zu, das platzt nicht ab oder so, aber dann ist der Glanzeffekt ein bisschen weg, dann kannst du mal die Stellen wieder nacharbeiten und so weiter. Du hast ja nicht diese Arbeit, die wir jetzt hatten. Ne? Ja. Ja, so sieht das aus. Okay, cool. Ja, ich finde auch, geile Nummer, so muss ein Wohnwagen aussehen. Und nochmal, ich empfehle definitiv keine Plane. Du hast jetzt Schutz drauf, so kannst du ihn locker stehen lassen. Und im Frühjahr machst du ihn einmal sauber, alles gut. Das geht ganz einfach. Du hast jetzt nicht mehr diesen Stress mit Bürste oder so. Hochdruckreiniger, fertig. Zum Beispiel. Ne? Gerne, gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten habe ich ja gesagt, alles, was wir hier genutzt haben, haue ich euch unten in die Videobeschreibung. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns alle in der nächsten Saison eben mit sauberen Wohnwagen wieder. Ne? So muss das aussehen. In diesem Sinne, achso, ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like und ein Abo gebt. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz.